Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo. Heute die Biberfelde Sitting-Modifikation in der ersten öffentlichen Variante. Viele neue Fahrzeuge, viele neue Sounds, viele neue Lights wurden eingefügt und ein komplett neues Alarmierungssystem. Und das schauen wir uns jetzt heute mal gemeinsam an. Fangen wir mal mit dem, finde ich, geilsten Gimmick an, und zwar die Alarmierung. Wir haben ja hier den Klassiker mit der, diesem geilen Schild. Wer es aus dem Original kennt, gibt es ein, zwei Alarmierung, Rüstzug, Löschzug, Einsatz. Hier haben wir jetzt allerdings die Möglichkeit, zwischen fünf unterschiedlichen Bränden zu alarmieren. BMA, Waldbrand, Bombenalarm, eine Ölspur, Gefahrgutalarm, verschiedene Kehrsunfälle, DLK, Rettungsdiensteinsatz und sogar eine Türöffnung. Die werden wir natürlich alle auch mal in einem Let's Play zusammen zocken und herausfinden, welche Alarmierung wofür ist. Aber wir testen jetzt einfach mal den Brand 1. Brand 1, Klassiker ELW Halef. Und so sieht das Ganze aus. Also auch wirklich funktionstüchtig. Dann wird noch kurz die Depesche geholt und auf geht's zum Brand 1. Kleiner Nachteil. Das Martinshorn wird oben noch angezeigt. Jetzt sind sie am Einsatzort angekommen und könnten theoretisch jetzt den Brand löschen. Dabei auch direkt, es gibt hier einen neuen Personalskin. Und da werde ich mal die Kamera ein bisschen näher ran machen. So sieht das Ganze aus. Finde ich auch eigentlich sehr schönes Design von der Feuerwehr. Einsatzleiter natürlich ein bisschen stärker und sticht heraus. Gruppenführer mit blauer Weste. Sehr, sehr schön gemacht. Lassen wir mal wieder nach Hause fahren. Der ELW hat noch keine Animation. Aber das wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwann passieren. Soweit erstmal hier das Gleichgebliebene. Also Rettungsdienst als auch Berufsfeuerwehr hier vorne. Was allerdings dennoch neu ist, ist die Tatsache, dass es kein Springerpersonal mehr gibt, weil jetzt rücken ja das TLF und die beiden RTWs auf einmal aus. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, dass wir jetzt mehr Personal verfügbar haben und auch gleichzeitig im Einsatz haben. Auch hier wieder schöne Fahrzeuge, ein paar mehr Strobel-RTWs sind auch hier verbaut. Sehr, sehr schick. Einziger Kritikpunkt hierbei, bei vielen Fahrzeugen gibt es noch keinen Warnblinker. Hier gibt es jetzt schon welchen. Teilweise sind die auch gekoppelt dann mit einer mit einem Umfeldbeleuchtung. Finde ich persönlich nicht schön, weil ich brauche keine Umfeldbeleuchtung. Finde ich nicht so schön, wenn es direkt am Warnblinker gekoppelt ist. Aber trotzdem so vom Skin her und von den Lights so trotzdem schöne Fahrzeuge. Was ganz neu ist, ist jetzt hier hinten zwei Fahrzeuge, und zwar ist das hier ein KEV und ein KDOW. Inwieweit der KDOW jetzt eine Funktion hat, wir werden es gleich mal sehen. Hier ein KEV mit Spezialausrüstung für technische Ausstattung, also Türöffnung, das heißt T-Fix, auch Öl, hat da ein paar Säcke dabei. Und hier der KDOW. Hat hier auch so ein schönes, altes Licht. Hat hier die Möglichkeit, als Debug Feuer einzustellen. Also auch, wenn man wirklich die Karte mal ein bisschen zu stark am Abfackeln hat, dann kann man darüber mal einen Notausschalter betätigen. Auch eine schöne Funktion, das Fahrzeug gebunden zu machen und nicht über die Debug-Leitstelle ausschließlich. Jetzt zu einer ganz großen Neuerung, und zwar ist diese Halle hier komplett neu. Wir alarmieren einfach mal alles. Ihr könnt auch mal wieder heimfahren. Das ist da jetzt. Ich hätte bereits mehrere Versuche, um dieses Video aufzunehmen, und ich hätte festgestellt, wenn man alle Fahrzeuge auf einmal alarmiert, hält das System nicht lange durch. Deswegen mache ich das jetzt Häppchen für Häppchen. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ist sicherer. Hier ein Kran. Inwieweit funktionstüchtig, kann ich noch nicht sagen. Bei einigen Modifikationen führt das zum Absturz, wenn man es ausprobiert. Ich lasse es jetzt einfach mal, wir werden es sehen. Hier auf jeden Fall ein Rüstwagen. Wie gesagt, bei jedem Fahrzeug neues Martinshorn, und das muss ich auch sagen. Einige sind skurril, andere sind lustig, andere sind extrem passend.
Andere finde ich nicht so schön, aber trotzdem, die Mischung ist auf jeden Fall grandios und wir hören es einfach mal an. Bin unterwegs. Ist zum Beispiel ja, eine Mischung aus ein bisschen älter und FF. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen, ja, skurril. Habe ich zumindest noch nie so gehört, zumindest so alt nicht. Aber trotzdem, coole Sache. Ein weiterer Rüstwagen. Wenn wir mit Sicherheit mal bei der Autobahn oder sowas brauchen. Und haben auch hier zur Unterstützung direkt noch einen LF-16 bekommen. Auch hier voll einsatzbereit. Und direkt dazu ein Dekon P. Das Zelt ist auch das gleiche, wenn man es aus den anderen kennt. Hier auch mit Funktion. Da. Und hier vorne der ABC-Erkunder ist jetzt auch zum Beispiel von der FF4 abgezogen worden und ist jetzt stattdessen hier vorne. Die Umweltzüge oder Umweltschutzanzüge, besser gesagt, sind klassisch blau. Die wurden nicht verändert. Vermutlich ebenfalls über den Bund. Eine Sammelkiste haben wir alles bestellt und dann war auch eben die blaue Ausführung mit dabei. Dekon P, eine etwas neuere Version eines Dekon Ps, wurde auch mal Zeit für eine Erneuerung. Finde ich auch sehr schön. Und da sehen wir es genau, die Träger, CSA-Schutzanzüge, passen auch sehr schön. Hier zwei WLFs, auch normal, im gleichen Design der Wache 1. Abrollbehälter, Atemschutz, Gefahrgut und Mulde, soweit identisch, Funktion, soweit nicht verändert. Machen wir weiter mit der Wache 2. Diese haben auch eine komplett neue Ausführung der Wache bekommen. Dann einmal schnell alles alarmieren. Hier ist auch ein bisschen die Karte verändert worden, so ein paar Bänke, bisschen Deko. Sieht ganz lustig aus. Auch hier wieder, es gibt keinerlei Springerpersonal, sondern einfach alles, was alarmierbar ist, alarmiert und wird rausgefahren. ELW Halev Dilka Halev hier anstelle, also sieht ja identisch aus zum Kev, ist dieses hier jetzt ein Klaff. Fahrzeug 20. Steht auch jetzt Kev oben, aber das ist hier ein Klaff, zumindest steht das da, obwohl es hier so ist. Vielleicht ist es auch ein weiteres Kev, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall auch baugleich und deswegen auch dementsprechend funktionstüchtig. Noch zwei weitere Strobel-RTWs in dem gleichen Bieberfelde Sitting Berufsfeuerwehr-Design. Auch sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit der Polizei. Polizei ist vom Standort und von den Fahrzeugen grob gesehen gleich. Ein paar Sonderheiten. Hier zum Beispiel diese Modelle. Neuen Blaulichtbalken bekommen und hinten so eine Warnfolierung, so ein bisschen Style nach Autobahnpolizei. Hier auch neue Sprinter oder MTWs. Auch sehr, sehr schick. Dann machen wir mal weiter mit der FF4. Die haben auch sehr interessante Fahrzeuge. Und noch besser die FF3. Es dauert jetzt immer ein Weilchen und ist laut. Deswegen schnell mal vorspulen, dass es schneller vonstatten geht. In der Zeit gehen wir mal hier schnell zum Bad. Hier haben wir noch den schicken Bademeister, Carlsen. Also der wurde uns auch noch erhalten. Das heißt, den können wir hier ebenfalls noch nutzen. Hat auch noch Warnblinker, also auch lustige Einstellung. Was es jetzt hier für Bademeister-Einsätze gibt, vermutlich sind es die gleichen. Vielleicht wurden sie auch angepasst, keine Ahnung. Wir werden es merken. Und jetzt zur FF, genau. Alles ausgerückt, einsatzbereit. Der ABC-Erkunder steht ja jetzt bei der Wache 1. Also ist hier ein Platz frei und hier ist jetzt noch ein weiteres Elef oder ein Halef dazugekommen. Das eine ist ein bisschen älter, das andere ein bisschen neuer. Schick, auf jeden Fall. Die Holzleitern sind vielleicht schon museumswert, aber trotzdem funktionstüchtig. Deswegen können wir uns da auch mit Sicherheit auf FF-Action freuen. Bei der FF3 gibt es noch eine große Änderung und zwar ist das Telef raus und das Dekon P liegt ja auch bei der Wache 1. Ist jetzt hier eine komplett neue Drehleiter hinzugekommen. Sehr, sehr schick. Fahrzeug 30. Die Sitting 3 DLK1 und in Ergänzung noch ein MTW. Auch hier ein neues Design.
finde ich, passt sehr schön zur FF. Gefällt mir. Auch so ein etwas älterer Style. Ist mir jetzt von den Fahrzeugen ein bisschen zu alt, aber trotzdem schick gemacht und passt hier, finde ich, auch als gute Ergänzung dazu. Kommen wir zur Rettungsdienstwache Süd, in dem Fall Rettungswache 2. Hier haben wir auch den Klassiker wieder mit zwei RTWs und einem Notarzt. Auch hier werden jetzt die vom Rettungsdienst gestellt, vom Deutschen Roten Kreuz in dem Fall, wieder zwei Strobel-RTWs und ein Notarzt. Auch hier einen neuen Personalskin. Dieser, finde ich, passt auch sehr schön zum Design. Also auch gute Arbeit hier geleistet und die Lights passen ja auch, finde ich, schön zum Fahrzeug. Bei der Gelegenheit auch eine neue Notfalltasche dazu bekommen. Sehr, sehr schick. Wir machen weiter mit der Rettungsdienstwache 1. Hier muss ich sagen, ist ein sehr, sehr schönes Design entstanden. Und zwar ist das hier die Wache vom ASB. Von diesen Bildern oder besser gesagt von diesen Fahrzeugen gab es auch mal Bilder im Emergency Forum. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber diese hier finde ich extrem gut gelungen. Also wirklich Hut ab, wer das geskinnt hat. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch das Martinshorn von den Fahrzeugen ist auch ein sehr, sehr schönes Mischmasch. Auch wenn es zwischendurch ein bisschen gleich ist, die gesamte Mischung ist auf jeden Fall eine wunderschöne Wundertüte. Wir machen weiter mit den ganzen Fahrzeugen von außerhalb des Rettungsdienstes. Das wird jetzt noch ein Weilchen dauern, aber in der Zeit schauen wir uns mal, während die ganzen Fahrzeuge auf die Karte kommen, noch einmal den Bauhof an. Auch dieser hat sich, finde ich, drastisch verändert. Es ist viel mehr Abwechslung und auch sehr, sehr schöne Fahrzeuge sind am Start. Hier zum Beispiel wurde der klassische Bus noch erhalten, auch einsatzbereit. Hier zwei Deko-Fahrzeuge und nochmal ein Solaris in Reparatur. Hier hinten ein neues Deko-Fahrzeug, finde ich auch sehr, sehr schön. Gefällt mir. Statt Sitting Tiefbauamt. Es sind so wirklich diese klassischen und kleinen Dinger. Haben wir jetzt hier mehrere Baufahrzeuge dazu bekommen, also wirklich komplett neu dazu bekommen. Und ich alarmiere einfach mal alle und dann schauen wir mal, was wir damit alles anstellen können. Das hier ist ein Deko-Fahrzeug und auch hier, die sind nicht einsetzbar. Allerdings haben wir jetzt hier vier neue Baufahrzeuge. Ein MTW, ein Sprinter, ein Pritsche und einen sehr, sehr schönen LKW, wie ich finde. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Was richtig, richtig geil wäre, wenn man jetzt auch speziell für den Bauhof noch mehr Bauhof-Einsätze hätte. Irgendwas mit, es muss ein Grünschnitt gemacht werden oder irgendwie etwas, wo man wirklich so eine krasse Anzahl von Fahrzeugen auch dann tatsächlich braucht. Weil so ist ja noch relativ wenig los. Schöne Fahrzeuge haben schön viel Personal auch an Bord. Deswegen, dass da so viele Leute mit am Start sind. Ob man die jetzt wirklich braucht, ich weiß es noch nicht. Wir werden es dann merken. Vielleicht einfach auch nur, dass man mehr Abwechslung hat. Finde ich auch auf jeden Fall gut gelungen. Blaulicht gefällt mir oder Orange-Warnlicht gefällt mir. Und dann schauen wir mal, was uns beim Bauhof dann in den nächsten Einsätzen hoffentlich alles ereilen wird oder auch nicht. Mal schauen. Und hier, das Chaos hat zugeschlagen. Der Rettungsdienst von außerhalb ist jetzt natürlich Chaos pur. Ich versuche mal, das in irgendeine Richtung hier zu strukturieren. Ansonsten ist das jetzt hier mal ein bisschen chaotischer. Und hier hat man auch gerade schon gehört, Hornwechsel finde ich mega, mega geil. Deswegen, das ist auch, finde ich, das Schöne dann, eine Mischung aus etwas älteren Feuerwehrfahrzeugen, aber dann auch etwas neueren Rettungsdienstfahrzeugen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt, dass es überwiegend wirklich Strobel-RTWs sind.
Also hier zum Beispiel Rettungswache 3, hier zum Beispiel Rettungswache 5 und nochmal die 5. Schöne Modelle, klar, aber wenn das so ein bisschen so wieder zur Fahrtech-Version von einer alten Bieberfelde-Modifikation sich entwickelt, finde ich das dann nicht schön, dass man so viele Fahrzeuge identisch hat. Hier ein KTW, in dem Fall von der Wache 3 und einmal das 5er NEV. Schönes Modell, Abwechslung pur. Aber dieses ist zum Beispiel auch baugleich zum 3er NEV, was hier vorne steht. Wie gesagt, sieht mega schick aus, aber wenn eben zu viele Fahrzeuge identisch sind, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ist natürlich einfacher zum Skin, zum Leiten, klar, aber trotzdem auf Dauer ein bisschen schade. Der ITW, Intensiv-Rettungswagen, klar, mit Notarzt. Auch ein Strobel, leider ein bisschen schade, aber auch hier mit Funktion und Trage und Notarzt. Sehr, sehr schick. Einzige Unterscheidung hierbei, diese blaue Linie noch dazu. Naja, muss man sich dran gewöhnen. Oh, keine Türanimation hinten, okay. Aber auch eine schöne Heckfolierung. Auch sehr, sehr schick. Werden wir natürlich auch alles dann in einer Multiplayer-Version oder auch im Singleplayer mal zusammen testen und ausprobieren. Weiter geht's mit der SEG. Auch hier schöne neue Fahrzeuge. Ja, nochmal ein Strobel KTW. In dem Fall ein NKTW. Auch mal eine Neuerung, ein zweiter NKTW, jedoch auf Sprinterbasis. Sehr, sehr schön. Ich glaube hier, genau, auch eine neue Uniform bekommen. Also die Stadt war sehr spendabel, was neue Uniformen und Fahrzeuge anging. Hier ein etwas älteres Fahrzeug. Hat auch ein sehr schönes Martinshorn, wie ich finde. Und auch mit Zelt, also auch funktionstüchtig. Der LNA sieht auch sehr, sehr schick aus. Also gefällt mir vom Rettungsdienst extrem gut. Ein richtiges Unikat. Deswegen, das ist auch, finde ich, das Geile, wenn so viele Rettungsdienstfahrzeuge einfach komplett unterschiedlich sind. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr schön. Weiter geht's mit einem weiteren Fahrzeug. In dem Fall der MTW, der SEG-Betreuung. Und den finde ich eigentlich auch mit am geilsten. Erstmal so klassisches Design. Aber auch mal wieder ein Vito dazu. Klar, es gibt andere Modifikationen, da sind ausschließlich Vitos drin. Auch ein bisschen langweilig, aber wenn jetzt hier nur diese Strobel, RTWs und andere NEFs drin sind, baugleicher Art, dann ist mal wieder ein bisschen frischer Wind. Auf jeden Fall schön. Hier mit 6 Leuten bestückt, deswegen mit Sicherheit auch eine Menge dann zu tun. SEG-Betreuung. Hier nur der Heckblitzer oder Heckwarner aktiv. Noch kein Warnblinker verfügbar, aber ich habe das schon im Forum gelesen, soll die Tage auch dann nochmal eine neue Version geben, beziehungsweise wird dann auch nochmal erneuert. Soweit zum Rettungsdienst außerhalb und zu den Fahrzeugen auf der Karte. Jetzt fehlt uns noch der Hubschrauber, die Bundespolizei und der Kampfmittelräumdienst. Da schauen wir auf jeden Fall auch mal schnell vorbei. Hier nochmal dann einmal die Bundespolizei, besser gesagt die Autobahnpolizei. Auch nochmal schnell auf die Straße. Diese Fahrzeuge hatten wir bereits und auch hier die FF hatten wir auch schon, genau. Finde ich auf jeden Fall auch extrem geil, eine weitere Drehleiter. Bin mal sehr gespannt, wie das skripttechnisch oder allgemein umgesetzt wurde, weil ich habe keine Ahnung, wie man eine neue DLK hinzufügt. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und auch hier, die Freiwillige Feuerwehr hat ein sehr schönes Design, mal ein bisschen was anderes, als immer nur diese schwarz-gelbe Standard-Uniform der Freiwilligen Feuerwehr. Ist jetzt auch mal ein bisschen was anderes. Da kommt die Autobahnpolizei gerade schon hochgecruised. Wir hören das Martinshorn schon, sehr schön. Dann sperren wir mal hier für Testzwecke die Abbiegespur. Ein neues Fahrzeug, neue Folierung, sehr, sehr schick. Soweit ich das bisher gesehen habe, ist die Tafel oben noch nicht einsatzbereit. Genau. 13. Ah doch, jetzt ist die Alarm... Okay, doch.
Dann war die Animation 30. nur ein bisschen kaputt. Ist funktionstüchtig, aber sieht noch ein bisschen komisch aus, weil die ein bisschen versetzt ist, glaube ich. Okay. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Funktionieren tut es, noch nicht einwandfrei, aber es geht. Pylone auch verfügbar und zu setzen. Genau. Wie man es kennt. Oh. Sind das etwa neue Pylone? Oder sind hier die Alpha Reflections einfach an? Das kann natürlich auch sein, dass das so ein bisschen heller ist. Höre auf dem Weg. So, wenn die so ein bisschen heller sind, finde ich es nicht so schön. Höre. Aber naja. Finale Einstellung wahrscheinlich auch noch nicht ganz gefunden. Weiter geht's mit dem Christopher. Christoph 31. Nee, Christopher nicht. Christoph 31 ist identisch. Auch hier Personal. Genau. Gleich geblieben. Ist ja vom Bund bzw. überorts. Deswegen eine Anpassung. Dann kannst du schon mal nach Hause. Und hier der neue Kampfmittelräumer. Ein bisschen älter das Fahrzeug, ja. Aber im orangenen Style auch ganz lustig. Oha. Was ist das für eine Uniform? Da muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich... Aua. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Alpha Reflections noch an sind. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht, finde ich, noch nicht so schön aus. Metallic Man auf Anfahrt. 25. Martinshorn, glaube ich, auch. Genau, ein bisschen älter, aber passend zum Fahrzeug, also auch recht schön. Und da kommt schon die Bundespolizei angefahren, nach jahrelanger Warteschleife. Der Räumpanzer, soweit gleich. Hier der erste MTW, baugleich auch zu der Bereitschaftspolizei auf der Wache. Hier ebenfalls baugleicher MTW, der Klassiker, der Wasserwerfer und nochmal ein weiterer baugleicher MTW als Gefangenentransportkraftwagen. So, ich glaube, jetzt haben wir relativ viele Fahrzeuge vorgestellt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, lasst es mich in die Kommentare nachsehen. Ich hoffe natürlich, euch hat Spaß gemacht, hier sich das Ganze anzuschauen. Ich hoffe natürlich, dass wir das auch mal im Let's Play zusammen zocken werden. Bin sehr gespannt, wie die Modifikation sich entwickeln wird. Es gibt viele Neuerungen, die mega geil sind. Auch gerade diese schicke Alarmierung. Also wirklich extrem cool. Ich werde jetzt mal hier Brand 3 mal gucken, was alles kommen wird. Einfach mal alarmieren. Auch hier hinten FF-Gebäude bzw. Ergänzung. Hier muss ich sagen, das finde ich nicht so schön, dass das hier einfach so abgekapselt ist. Aber wahrscheinlich ist es hier schwierig, bei diesem Gelände eine passende Ergänzung zu finden. Finde ich es trotzdem sehr schön, neue Fahrzeuge zu haben, die man einsetzen kann. Also auch hier sehr, sehr schön. Komme ich dann auf Let's Play. Und hier Brand 3, Wache 1. Oh, stimmt, die waren alle noch draußen, das heißt, da wird nichts alarmiert. Mal schauen, aber ich denke mal, den Rest schauen wir uns dann im Let's Play an. Wenn ihr mitzocken wollt, gerne schaut mal auf Discord vorbei. Wenn ihr weitere Bilder sehen wollt zu bestimmten Modifikationen, schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Und bei diesem Hornkonzert verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.